Berlin hat eine super Entwicklung in den vergangenen Jahren durchgemacht. Wir bilden nicht mehr die rote Laterne, sondern wir sind in vielen Bereichen an der Spitze, wachstumsmäßig, vor allem was den Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen anbelangt, ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut gewesen. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass das in den nächsten Jahren so weitergehen wird. Also die Stadt entwickelt sich sehr, sehr positiv. Wir sind einer der wenigen Orte in Deutschland, die jedes Jahr einen Zuwachs an Einwohnern haben. In diesem Jahr alleine, oder im letzten Jahr alleine 50.000 Einwohner. Berlin wächst. Berlin wächst auch an Wirtschaftskraft. Und ich glaube, wir müssen uns in der Stadt darüber unterhalten, wenn wir in 10 Jahren 500.000 Einwohner mehr haben, wie gehen wir damit um? Das heißt, den Menschen die Ängste zu nehmen und sagen, das ist keine Bedrohung, sondern es ist eine Bereicherung in allen Bereichen. Die Stadt wird internationaler. Sie ist eigentlich die einzige Weltstadt, die wir in Deutschland haben. Er sollte zunächst möglichst wenig Fehler machen. Was kann er positiv tun? Dass die Infrastruktur in der Stadt weiter ausgebaut wird. Das heißt, wir brauchen die Tangentialverbindung aus, wir brauchen die Erweiterung der A100 und auch dafür zu schauen, dass wir entsprechend auch Wohnraum haben in der Stadt, und zwar für alle sozialen Schichten. Und wir brauchen weiterhin eine Stärkung der industriellen Basis Berlins, um auch die Grundlage, die Mutter der Wirtschaft, nämlich die Industrie in Berlin entsprechend gesetzt zu haben. Wir sollten uns ganz intensiv kümmern um das Thema Energiewende. Hier kann Berlin auch eine Vorreiterrolle spielen, insbesondere wenn es um Energieeffizienz geht. Schauen Sie sich den Gebäudebestand in Berlin an. Wenn man hier energetisch die Gebäude sanieren würde, ich glaube, dann wäre das gut, um die Klimaziele zu erreichen. Es wäre aber auch gut, um die notwendigen Kompetenzen für einen wichtigen, ich sag mal, langfristigen Trend, nämlich Klima, in Berlin auch aufbauen zu können.